Meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir sind wieder unterwegs und heute begrüßen wir Sie aus dem Hause die Rollis mit echten Legenden der Musik und ich fühle mich sehr geehrt. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 2 Jahren standen wir zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne und heute dürfen wir über diese sensationelle Karriere nicht nur der Cheerguns spatzen, sondern auch über eure persönliche Karriere ein bisschen plaudern. Zuerst einmal, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, euch geht es gut, lieber Sepp und lieber Klaus. Es passt alles. Dürfen wir gleich einmal fragen. Danke, auf jeden Fall geht's uns gut. Danke dir. Wunderbar. Lieber Sepp, wenn man Cheerguns spatzen, wenn man diesen Namen, ich wollte schon sagen Marke hört, und das stimmt ja auch, dann darf man von vielen Jahren höchst erfolgreicher Musik sprechen. Aber meine erste Frage wäre mal, wie bist du denn überhaupt zu dieser Facette, zur Oberkrainer Musik gekommen? War da irgendjemand in deiner Familie positiv gemeint schuld oder war es dann doch das Radio, der immer wieder den Oberkrainer klingen lassen hat? Wie war das bei dir? Ja, wie war das? Ich komme aus einer musikalischen Familie. Der Vater hat Akkordeon, ein bisschen Akkordeon, Zither und Gitarre gespielt. Die Mutter hat auch Gitarre gespielt. Und bei uns, wir sind eine Großfamilie gewesen und da ist immer musiziert geworden. Oberkrainer bin ich erst noch so ab 13, 14 Jahre war, weil der Radio an Sender, Oberkrain, hat es ja, haben wir noch keinen reingekriegt. Da hat es mehr gerauscht, als was man gehört hat. Und so ist das halt irgendwann ein bisschen mehr geworden, die Technik auch, und dann hat man immer mehr Oberkrainer Musik gehört und das hat uns natürlich gut gefallen und ja, dann sind wir immer mehr in die Richtung gegangen, weil angefangen hat das mit einem Trio, der Bruder hat da mit dem Trio angefangen, da bin ich eigentlich als Schlagzeuger mit 14 Jahren nachher da hingekommen. Und so hat sich das nachher noch ein kleiner Tisch dazu gekommen. Und dann ist der zweite Schwager auch noch ein zweiter kleiner Tisch dazu gekommen, der Tiefenbacher Herbert. Und so hat sich das hinentwickelt. Und geil ist einmal, wie man eben das Oberkrainer mehr gehört hat und mitgekriegt hat, hat man gesagt, man hat Trompeten oder Bariton war alles. Und der Bruder schnell, wie er mit Umlernen eben gewesen ist, hat sofort auf Trompeten umgestiegen und der Engelwart, der Raki Engelwart auf Bariton. Und so ist das nachher dahin gegangen. Da habe ich aber müssen als Schlagzeuger auf Akkordeon umsteigen, weil unser alter Akkordeonist hat einen Unfall gehabt und so hat es geheißen, jetzt musst du, und dann habe ich es mir eigentlich nicht mehr gern gehabt am Akkordeon. Ist mir auch gleich gewesen. Bedeutet dann, selbst erlernt das Instrument und das merkt man auch heute noch irgendwie, dieser einzigartige Stil, der ist mittlerweile überall bekannt, jeder hört dich gern und sieht dich vor allem gerne zu, wie du das Ganze zelebrierst, was vielleicht noch interessant wäre. Zu Beginn wird man dann wahrscheinlich die altbekannten Oberkrainer Melodien gespielt haben, wie das Trompetenecho, wie die Autobahn. Wie hat sich denn das entwickelt, dass es jetzt aber, wenn man das Jahr 2019 zum Beispiel hernimmt, fast nur mehr Eigenkompositionen von dir gibt? Wie bist denn da drauf gekommen? Auf die Produktionen, die wir gemacht haben, waren nur Eigenkompositionen. Wir haben auch live fast nur Eigenkompositionen gespielt, ja. Und auch wenn ich da jetzt zurückrechne in die Zeit, das ist ja bei uns, wie gesagt, schon fast 50 Jahre her, und da habe ich die Kompositionen gemacht und der Tiefenbacher Herbert war damals schon ein studierter Musiker am Konservatorium und der hat die Arrangements gemacht. Und so haben wir noch Eigenkompositionen gekriegt und in so Stil ist noch eigentlich relativ auch schnell bekannt geworden, die Stilistik so passt. Und da hat man auch gesehen, wenn wir live einmal einen Oberkrainer gespielt haben, ist oft die Meldung gekommen, wieso spielst du nicht das für Enk und spielst du nicht das für Enk. Und wir haben fast noch ausschließlich nur Eigenkompositionen gespielt. Was bei einem guten Oberkrainer ganz wichtig ist, das ist die Gitarre, meine Damen und Herren. Und der liebe Klaus ist ein absoluter Meister. Und wenn man euch zwei so ein bisschen zusieht, nicht nur beim Einspielen, sondern dann auch der Bühne ein bisschen betrachten darf und kann, dann merkt man, das passt einfach, das harmoniert. Seit wann seid ihr denn gemeinsam, ihr zwei, auf der Bühne unterwegs, Klaus? Ja, ich bin 1976 zu den Cheerguns-Spatzen dazugekommen. Da hat mich da zumal der Sepp geholt, halt, der Gitarrist ist dann ausgefallen und wie gesagt, da bin ich dann eingestiegen und ich kenne jetzt den Sepp schon 50 Jahre, wo wir jetzt eigentlich auf der Bühne stehen mit einem kurzen, wir haben ihn einmal kurz ausgesetzt und bei seinem 50er haben wir dann wieder eingestiegen. Das war sozusagen dann wieder der zweite Comeback-Versuch, der aber ja hundertprozentig gelungen ist. Heutzutage, wenn wir wieder über dieses Thema sprechen dürfen, ist es natürlich gar nicht so einfach, als Oberkrainer Band da wirklich für Furore zu sorgen. Die Zeiten werden wieder besser, so meine ich, Gott sei Dank, weil auch sehr viele Junge wieder nachkommen. Aber einmal möchte ich noch zurückblicken. Und lieber Sepp, du wirst mir da bestimmt einiges erzählen können. Was hat sich denn deiner Meinung nach am meisten verändert?
in Anbetracht der Oberkrainer Musik? Ja, verändert hat sich da schon sehr, sehr viel und Gott sei Dank gibt es noch viele Fanatiker, sagen wir mal, wie bei euch in der Steiermark, Hallo und mir sah sein, der Oberkrainer Musik einfach treu bleiben. Und es ist einfach ein Wahnsinn, was der Slauka da gemacht hat. Hinentwickelt hat sich das in natürlich in eine ganz andere Richtung. Das weißt du eh, Daniel. Und ich möchte jetzt da nicht was ich wie euch sagen. Also wir haben ja dieses Format, diesen Volkstag erfunden, damit wir genau solche Sachen ansprechen können. Das bedeutet, es muss ja nicht jedermanns Sache sein, aber es hat dann schon eine Veränderung gegeben, auch im Oberkrainer Stil. Ja, absolut, weil das ist auch ganz logisch, weil die jungen Musiker, die jetzt im Oberkrainer Stil herankommen, das sind Top-Musiker, Top-Techniker und dass die ein bisschen anders stilistisch Oberkrainer spielen, ist auch ganz normal, weil die wachsen ja automatisch auch in eine andere Zeit rein. In der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, war ja die schönste von der Entwicklung her, nicht? Und das ist halt anders und die Musiker kommen halt schon fast nicht mehr aus, weil die hören ja nur das, was jetzt in dieser Zeit passiert, nicht? Aber vom Können her und von der Technik her und vom Spielen gibt es Top-Truppen, gewaltig, ein großes Lob, was sie machen, aber stilistisch ist es anders. Da sind wir halt die alte Schule noch und das hat aber mit der Zeit zu denen, wo man hinwächst. Nicht? Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Und meine Damen und Herren, ganz, ganz schön und ganz, ganz wunderbar sind natürlich auch die Produktionen der Gigant-Spatzen. Und da dürfen wir Ihnen heute eine ganz exklusive vorstellen, und zwar die aktuellste, die Jubiläumsedition 50 Jahre. Und da dürfen wir jetzt ganz schnell Werbung machen. Wir beginnen bei dir. Was erwartet uns auf dieser CD, lieber Sepp? Ja, wieder stilistisch natürlich Gigant-Spatzen. Aber ich habe ein paar Sachen drauf, wo aus dem typischen Oberkrainer eher weggeht. Zum Beispiel Mexican Ride. Habe ich natürlich, wir haben einen Wahnsinns-Trompeter, den Sever Josef, und das habe ich schon dem auf den Leib geschrieben, sage ich mal. Aus der Musik raus entsteht ja viel. Von den Kompositionen, das ist anders, oder Feierabend ist ein bisschen, sind ein paar Sachen drauf, wo anders sein. Mit der Gitarre ein paar Geschichten und das Märchenland. Und das hat auch mit der Zeit zu tun, wenn man gerade den Tag erlebt oder die Zeit, und aus dem heraus schreibt man das ja. Und da sind ein paar Sachen drauf, wo anders sein, ja. Und genau deswegen ist diese CD so ganz besonders. Und eine CD gibt es dann aber auch noch, da dürfen wir jetzt kurz sprechen drüber, ein exklusives Solo-Album mit deiner Unterstützung. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie würdest du diese CD beschreiben? Also für unsere Zuseher zu Hause, wenn er da wirklich brilliert auf seiner Harmonika und du ihn da begleitest, wie könnte man das beschreiben unseren Zusehern? Ein absolutes Muss, oder? Für jeden Fan. Nicht nur vom Sepp, sondern allgemein von der Oberkrainer Musik. Nein, auf jeden Fall. Aber da muss ich sagen, da kann der Sepp eigentlich mehr darüber erzählen. Der hat das Projekt eigentlich gemacht und Sepp, ich glaube, das... Gehen wir nochmals das Wort an den Sepp über. Ja, solche Produktionen, die Solo-CD zum Beispiel schon entstanden mit dem Klausner Huber, Zillertal Noten, der hat mich angesprochen, meine Titel einmal aufzunehmen und ich schreibe sowieso alles auf Noten, und da gibt es noch ein Notenheftel dazu. Und die Sachen mache ich auch nur, muss ich sagen, weil wenn ich meinen Klaus Gitarrist nicht hätte, würde ich mir überlegen, ob ich sowas wieder mache. Weil ich brauche den Rhythmus, den habe ich 50 Jahre gespeichert und das muss ich haben. Und da ist er für mich einfach der Große. Und wir haben wieder eine Produktion, die wir jetzt zu zweit machen. Die wird nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und ja, da brauche ich einen Klaus. Beste Freunde, nicht nur auf der Bühne, so könnte man das beschreiben. Und meine Damen und Herren, wo die beiden Jungs unterwegs sind, da fehlen natürlich niemals die Instrumente. Und deswegen gibt es heute für Sie eine kleine Überraschung. Somit sagen wir danke, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt erklingen die zwei, der Gigant-Spatzen. Und danke, ich sage wirklich alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Sepp, Klaus, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel. Dankeschön. Danke, Daniel. Danke, alles gerne. Gute. Dankeschön. Dankeschön.